eine 1,5 Hektar große Insel in der Karibik. Azurblaue See, wie auf einer Postkarte. Kristallklares Wasser und weiße, unberührte Korallenstrände. Und mittendrin das vielleicht glücklichste Schwein der Welt. Pig Piggy. Er kam, als er 5 Tage alt war, mit seiner 3 Tage jüngeren Gefährtin auf die Insel. Sie war zu schwach, zu früh von der Mutter getrennt und schaffte es leider nicht. Seither ist Mr. Piggy alleine und passt auf die Insel auf. Und er nimmt seinen Job sehr ernst. Früh morgens nimmt er seine Arbeit auf und pflügt das ganze Seegras um, das angeschwemmt wurde. Da Schweine keine Schweißdrüsen besitzen, braucht Mr. Piggy seine Abkühlungen. Als Herdentier ist er natürlich glücklich um jede Begegnung. Dann kann man ihn sogar zu einem Swim überreden. Schwimmen mit Delfinen war gestern. Und wenn dann noch eine Bananenschale vom Baum fällt, ist er wirklich zufrieden. Das Wichtigste für Mr. Piggy ist Essen. Er isst Barracuda, mag Barsch und liebt Hummer. Und sein Lieblingsnachtisch ist Kokosnuss. Nach dem Essen ist er ganz schön spät für seine Nachmittagsbeschäftigung. Das Rasenmähen. Wenn die Sonne untergeht, kann es Mr. Piggy kaum erwarten, in seine Hütte zum Schlafen zu kommen. Nach einem Tag voll Essen, Erkundschaften und Arbeiten macht er sich endlich sein Bett. Am liebsten mochte er es, auf einer rosaroten Luftmatratze zu schlafen. Vielleicht träumt er ja immer noch davon.